Hi Leute, heute ist Mittwoch, der 1. September 2021. Es ist herrliches Wetter, die Sonne scheint mir ins Gesicht. Ich bin unterwegs zu einem Spot, wo man ein gutes YouTube-Video drehen kann. Denn heute habe ich einiges zu berichten, denn der 1. September ist nicht nur ein Tag mit wunderschönem Wetter, sondern auch ein generell großartiger Tag für mich. Denn heute beginnt meine 4 Monate lange Auszeit vom Arbeitsleben. Ich habe es angekündigt, der Kreis schließt sich zu dem Video Freiheit gegen Sicherheit. Wie viel Risiko gehe ich ein? Hochgeladen am 25. Dezember 2020. Da habe ich angekündigt, dass, falls ich meine Ausbildung erfolgreich abschließe, ich mir ein bisschen Auszeit gönnen werde und einfach Dinge ausprobieren werde und auf Reisen gehen werde. Und diese Zeit ist jetzt. Es ist endlich soweit. Der 1. September ist da. Was ich alles machen werde, erkläre ich euch. Sweet and I'm walking slow, sensitive, feel the afterglow, looking for things that I can't control, fear from my past, cause it always shows. Mitten im Grün gelandet, das war ursprünglich nicht das Ziel. Ich habe gesehen, da ist eine Abbiegung in den Wald und dachte, komm, ich schau mal, wo es hier hingeht. Never stop exploring und ja. Hier steht noch so ein Jägerstuhl und da hinten kommt eine Wasserstelle und dann geht es nicht mehr weiter. Deswegen machen wir es uns hier jetzt gemütlich und nehmen das YouTube-Video auf, würde ich sagen. Let's go. Wenn es hier schon eine Sitzmöglichkeit gibt, warum sollte man die da nicht nutzen? Ich habe es mir jetzt hier oben gemütlich gemacht. Das Ding sieht eigentlich noch ziemlich stabil aus. Von dem her passt das schon. Und ja, alles ein bisschen anders wie geplant. Ich wollte eigentlich einen relativ bekannten Spot da draußen mit einem Fluss noch, aber habe eben dann diese Einbiegung gesehen und jetzt sind wir hier. Jetzt muss ich ganz an die Kamera halten, weil hier ist nicht wirklich ein gescheiter Platz, um das Handy aufzustellen. Aber das passt schon. Ich muss auch darauf achten, dass ich in die Kamera rede. Ganz ungewohnt, gell? Mich so in komplett Person zu sehen und nicht irgendwie Webcam Gaming und sowas. Aber ich habe ja schon ein, zwei Mal angekündigt in Videos in einem Nebensatz, dass es bald einen Umbruch gibt. Dieser Umbruch findet jetzt statt, aber an alle Gaming-Fans keine Sorge. Das Turnier wird auf jeden Fall noch zu Ende geführt und Gaming wird es weiterhin auf Twitch geben. Vielleicht ab September, ab Oktober nicht mehr ganz so regelmäßig. Warum? Komme ich gleich dazu. Jetzt erstmal 4 Monate Auszeit. Was habe ich da vor? Ich habe mir 6 Ziele, 5 plus 1, gesetzt, beziehungsweise 6 ja, Aktivitäten, die ich einfach gerne machen möchte, wo ich euch ein bisschen mitnehmen möchte, nicht auf alle, das ist wahrscheinlich bei manchen einfach ein bisschen zu langweilig, bei manchen bietet sich nichts an, ich habe keine Ideen, wie ich das in ein Video verpacken soll, aber es gibt auf jeden Fall auch Sachen, wo ich euch mitnehmen kann und darum soll es jetzt gehen. Fangen wir mal mit den 3 normalsten Dingen an. Erstens Fitness, okay? Es soll erstmal um meinen Fitnessstand gehen, den möchte ich gerne etwas verbessern. Und zwar bin ich momentan bei Körperfettanteil von 27,5% laut meiner Waage. Ich glaube, meine Waage lügt. Ich glaube, es sind weniger. Ich glaube, die ist da sehr ungenau. Jedenfalls möchte ich auf unter 20%, vielleicht sogar auf 15%, auch laut meiner Waage natürlich. Falls ich denke, bei unter 20, okay, das reicht schon, dann kann es auch sein, dass ich sage, passt so, ich versuche das zu halten. Falls ich bei unter 20% denke, okay, nee, da geht noch ein bisschen was, versuche ich das auf 15% runterzumachen. Das heißt, ihr könnt euch freuen über das ein oder andere Work. Oh, je nachdem, wie ich die Kamera halte, seht ihr mich, glaube ich, nicht mehr. Schuh, kann man hier im Licht ein bisschen rumspielen. Okay, ihr könnt euch freuen über das ein oder andere Workout-Video von mir. Allerdings nicht aus dem Fitness, dafür bin ich, glaube ich, zu schüchtern. Und ja, da werde ich keine Vlogs machen im Fitness. Ihr seht schon, ich sitze hier mitten im Wald. Also keine Vlogs aus dem Fitness. Vielleicht Aufnahmen aus dem Fitness, aber sicherlich keine Vlogs oder Blogs oder wie auch immer das heißt. Muss mich da auch alles noch reinfinden und dran gewöhnen. Okay, aber Workouts von zu Hause aus und draußen. Ich denke vorher, nachher Aufnahmen von meinem Körper oder so. Das alles wird einfach ein bisschen dokumentiert. Auch für mich natürlich möchte ich das Ganze ein bisschen dokumentieren und dann soll die Entwicklung bis Dezember auf jeden Fall zu sehen sein. Von 27% Körperfett auf unter 20. Mein Körpergewicht ist momentan 102 Kilo. Das soll auch ein bisschen reduziert werden auf 95 Kilo. Aber Körperfett ist auf jeden Fall wichtiger. Ich habe früher immer viel Cardio gemacht. Ja, ich laufe ziemlich viel, ziemlich lange. Auf dem Laufband bis zu einer Stunde und
wie viele Kilometer waren es als 11,5, 12 Kilometer. Und draußen hier am Rhein, da sind es als 7,5 Kilometer in 35 Minuten. Das sind als ziemlich lange Cardio-Strecken, das ist gut für die Ausdauer. Aber es gibt bessere Übungen, um Körperfett zu verbrennen. Gerade so Crossfit-Übungen, Schnellkraftübungen und natürlich auch generell Kraftübungen will ich ein bisschen mehr fokussieren, weil ich will ja natürlich auch Muskeln aufbauen und Fett verbrennen und nicht einfach nur Fett verbrennen. Genau. So viel zum Fitness. Und apropos Fitness, ich wollte da auch noch eine kleine Story erzählen, denn ich war am Montag und am Dienstag natürlich auch, also ich versuche jeden Tag ins Fitness zu gehen. Ich habe leichten Muskelkater, weil ich 2 Wochen nicht mehr trainiert habe, aber es geht schon wieder. Heute geht es natürlich auch wieder ins Fitness. Heute wird Trizeps und Brust trainiert, habe ich schon richtig Bock drauf. Am Montag war ich auch im Fitness und da kam eine fremde Person, die ich natürlich schon ein paar Mal im Fitness gesehen habe, auf mich zu. Und hat mir seinen Respekt ausgesprochen für meine Entwicklung. Ich habe ja bereits 20 Kilo abgenommen in den letzten 2 Jahren ungefähr. Und der kam einfach auf mich zu und meinte, das kommt jetzt ein bisschen random, aber Respekt dafür, wie viel du schon abgenommen hast. Und das war so eine nette Geste. Und ja, wollte ich euch einfach mal weitergeben. Seid nett zueinander. Wenn ihr etwas Schönes zu sagen habt zu einer Person, ein Kompliment zu machen habt, dann macht das auch einfach. Die Person freut sich garantiert darüber und... ja, ihr habt auch ein gutes Gefühl, denke ich, wenn ihr anderen ein gutes Gefühl gibt. Das hat mir einen richtigen Push nochmal gegeben, das jetzt auch wirklich durchzuziehen. Und ja, war eine sehr nette, respektvolle, höfliche Geste. Und ich habe mir natürlich dann auch zurück gepusht sozusagen. Das war ein 18-Jähriger und ich muss sagen, der ist ein richtiges Tier. Der ist auch größer als ich und der ist auf jeden Fall sehr, sehr fit. Okay, also Thema Fitness wird es auf diesem Channel geben. Der zweite Punkt, und das ist auf jeden Fall das größere Projekt, denke ich, von dem ihr auf jeden Fall vielleicht auch mehr Videos bekommt, aber da könnte natürlich auch sein, dass es eine kleine Videoflaute gibt. Und zwar ist das ab Oktober, beziehungsweise Ende September, werde ich nämlich auf Reise gehen, und zwar nach Norwegen. Ja, und dann werden wir hier mehr draußen in der Natur sein, wahrscheinlich ein bisschen. Ich werde mit dem Auto fahren. Ich hoffe, mein Auto lässt mich nicht im Stich, aber dazu gibt es noch mehr dann, wenn es soweit ist. Jedenfalls will ich nach Norwegen gehen und dort ein bisschen Wildcampen machen, ein bisschen Roadtrip-mäßig unterwegs sein. Ich weiß es noch nicht genau. Ich muss noch ein bisschen Equipment kaufen und ich weiß auch noch nicht, wie lange ich in Norwegen unterwegs sein werde. Mindestens 2 Wochen, schätze ich. Es können aber auch 4 werden, es könnte auch 6 werden. Kommt natürlich auch ein bisschen aufs Budget an. Ich habe mir ein Budget gesetzt. Rede mal jetzt nicht drüber, ne? Und genau, da wird auf jeden Fall auch noch Content kommen. Nur es kann eben sein, dass im Oktober, vielleicht bereite ich einfach ein paar Videos vor, die ich dann sage, ey, veröffentliche das im Oktober. Dann kommt was im Oktober, falls ich das aber nicht packe, dann ist der Oktober wahrscheinlich ein bisschen low, ne? Da kommt dann wahrscheinlich ein bisschen wenig, dafür umso mehr im November. Da kommt dann das ganze Norwegen-Zeug, schätze ich. Und inspiriert natürlich, aber die Idee nach Norwegen zu reisen hatte ich schon vorher. Inspiriert wurde ich da von Fritz Meinecke und Co., ne? Die ganzen Bushcraft-Leute. Aber wie gesagt, die Idee einfach nach Norwegen mit dem Auto zu gehen hatte ich schon vorher, aber dieses ganze Bushcraft-Feeling und so, das bin ich überhaupt nicht. Ja, ich hab keine Ahnung, wie man mit so einem krassen Messer schnitzt und so weiter. Ich weiß nicht mal, ob ich mir so ein krasses Messer überhaupt holen soll, weil ich kann damit echt nichts anfangen. Aber dieses Outdoor-Campen und dieses in der Natur sein und dieses ein bisschen auf sich selbst gestellt sein, das finde ich irgendwo ja schon sehr geil. Das möchte ich auf jeden Fall machen. Und ja, an all die das nicht kennen, so Fritz Meinecke und sowas, ist ja eigentlich eine recht große Nummer auf YouTube, könnt ihr mal auch ab November vorbeischauen auf seinem Kanal oder auch jetzt schon. Aber der hat ein Projekt gehabt, 7 vs. Wild, fand ich ziemlich geil, mit 7 Gegenständen 7 Tage draußen in der Wildnis ja, zu überleben oder eben zurechtzukommen, sagen wir mal. Überleben war, denke ich, schon abgesichert eigentlich. Aber gut, kann immer was passieren. So, also wir haben Fitness, wir haben Norwegen. Jetzt kommt das dritte, da kann ich euch nicht mitnehmen, aber ich wollte natürlich trotzdem einfach nur für die Dokumentation sagen, was das Ziel ist. Und zwar, wenn ich dann aus Norwegen zurückkomme und vielleicht noch ein bisschen Geld übrig ist, möchte ich bald einen Umzug bzw. einen Auszug umsetzen. Ja, ich möchte von zu Hause ausziehen in meine erste eigene Wohnung. Es ist jetzt an der Zeit, ich merke, ich möchte die Dinge selbst tun, ich möchte selbstständiger werden und ja, das wird vermutlich aufs Ende dieser 4 Monate rauslaufen. Ja, es kann sein, dass es erst im Januar dann passiert, wenn ich auch wieder eine Arbeitsstelle habe, weil da muss man ja finanzieren können. Ich kann mir vorstellen, dass ich auch noch 2-3 Monate schon mal finanzieren kann,
Aber ja, ich mag es nicht, wenn ich so knapp an der Grenze lebe, sage ich jetzt mal, an der finanziellen. Deswegen, wenn ich wieder einen Job habe, werde ich wahrscheinlich sehr bald ausziehen. Dann kann ich vielleicht mal so eine Roomtour machen oder sowas. Bin ich mir aber noch nicht sicher, wie weit ich in mein Privatleben hier einblicken lassen möchte. Okay, aber das ist so dann auch ein großes Projekt für mich natürlich, eine große Sache. Zum ersten Mal ausziehen ist, glaube ich, ziemlich geil. Aber wird hier auf YouTube wahrscheinlich nicht so krass stattfinden. So, das waren die drei Dinge, die normal sind. 4 Monate Auszeit ist ja schon mal nicht ganz so normal. Machen viele. Viele machen ein Jahr Auszeit. Viele gehen reisen, viele haben Fitnesspläne, die meisten ziehen aus. Alles noch normale Dinge. Jetzt kommen wir zu den drei Dingen, die etwas abgespaceder sind. Und auf 2 von denen kann ich euch auch eigentlich ein bisschen mitnehmen, habe ich gedacht. Ich weiß aber, ich kann es noch nicht hundertprozentig sagen. Und das sind einfach Sachen, die ich ausprobieren möchte, Hobbys, in denen ich mich verbessern möchte. Und ja, ich bin gespannt, wie es wird. Und zwar ist der erste Bereich, es geht immer ums Erschaffen von Dingen. Genau. Das wollte ich noch sagen. Es geht immer darum, dass ich Dinge erschaffen möchte. Das macht mir schon lange Spaß. Irgendwie genauso wie diese YouTube-Videos. Dinge erschaffen, die dann bleiben. Das mache ich hauptsächlich für mich. Das mache ich natürlich auch, um Leute zu unterhalten, falls sich Leute davon unterhalten fühlen. Und das einfach ein bisschen in die Welt rauszutragen. Ich kann mir auch vorstellen, dass in nächster Zeit wieder viele, viele, viele Themenvideos kommen. Vielleicht auch im Vlog-Format, vielleicht auch wieder mit Bildern hinterlegt. Schaue ich mal. Einfach um meine Meinung auch zu teilen. Aber zurück zum Thema Erschaffen. Ich mag es, Dinge zu kreieren und sie zu veröffentlichen und Feedback dafür zu bekommen. Ich mag es, mir diese Dinge selber anzuschauen und stolz darauf zu sein oder nicht so stolz darauf zu sein. Und einfach Dinge auszuprobieren. Und der erste Bereich ist die Musik. So. Und da möchte ich gerne Gitarre spielen. Erstens, ich möchte ein paar Lieder auf Gitarre können. Ich spiele schon lange Gitarre, aber ich kann tatsächlich nicht ein ganzes Lied auf Gitarre. Ziele, die ich mir mal gesetzt habe oder Lieder, die ich mir gedacht habe, Dio, die kannst du eigentlich schon mal zu Ende üben, ist Wonderwall, habe ich jetzt gestern angefangen, ist, glaube ich, machbar auf jeden Fall, ist nicht zu schwer, das Schlagmuster ist ziemlich geil, die Griffe sind ziemlich einfach, man muss nur beides kombinieren können, das ist schon mal ziemlich nice. Dann als zweites gibt es noch von Creeper Misery, das kann ich auch schon ein bisschen, das Lied, macht auch Spaß, und als drittes von Rise Against Savior, aber die Akustikversion. Ja, wenn ich diese drei Lieder am Ende des Jahres kann, bin ich eigentlich schon fast happy. Aber Gitarre ist nur der erste Teil von der Musik. Zu Gitarre spielen gehört nämlich auch immer das Singen. Oh ja. Ich möchte nämlich versuchen zu singen. Gerade Creeper Misery ist ein mega geiles Lied zum Singen. Savior Rise Against auch. Wonderwall sowieso. Ja, Wonderwall kann jeder mitsingen. Also wirklich mega gut. Und es ist natürlich eine riesen Überwindung, einfach Videos von seinem Gesang zu machen und die aufzunehmen und hochzuladen. Mein Vater sagt immer, Daniel, nicht singe. Aber es macht halt Bock und ich will es ausprobieren und ich finde mich auch gar nicht so bad. Ich werde jetzt hier keine Probe machen, keine Kostprobe für euch, sondern es wird dann separat kommen. Sonst kann ich eventuell die ganzen 11 Minuten jetzt vergessen. Aber es kommen vielleicht auch Gesangs- und Gitarrenvideos. Okay, es wird immer mehr awkward, ich weiß. Es wird komischer, aber ich habe 4 Minuten Zeit, um zu üben. Und ich lade natürlich nur Dinge hoch, die ich einigermaßen gut bis sehr gut finde. Von dem her sollte da auch schon ein bisschen was Gescheites bei rumkommen. Okay, so, die nächsten 2 Sachen sind noch ein bisschen ungewöhnlicher und entsprechen nicht den Hobbys der meisten Leute. Wobei ich glaube, dass viele Leute eigentlich ungewöhnliche Dinge vorhaben mal in ihrem Leben oder ungewöhnliche Sachen ausprobieren möchten. Nur trauen sie sich vielleicht nicht oder machen es nicht öffentlich. Ja. Die Sachen öffentlich machen ist ja das eigentliche Ungewöhnliche daran. Okay, das zweite Ding, wo ich YouTube eigentlich weniger mitnehmen kann, ist das Schreiben. Ja, das Schreiben von einem Buch, hatte ich mir überlegt, und auch das Schreiben von eigenen Songs. Songs nicht mit Gitarre und Note, sondern die Texte davon. Gitarre und Note gehören natürlich auch irgendwo dazu, dann die Akkorde, aber ist schwierig, glaube ich. Ist schwierig, einen eigenen Song zu komponieren. Aber zumindest Songtexte und auch ein Buch. Buch ist aber jetzt nicht irgendwie meine Biologie oder sowas, was ich nicht immer langweilig, oder ein Sachbuch finde ich auch Quatsch. Über was soll ich ein Sachbuch schreiben? Über Erziehung? Dafür fehlt noch ein bisschen die Berufserfahrung und ich bin... Was ist das für ein Vogel? Vogelkunde, könnte ich auch mal ein Buch drüber schreiben. Genau, also ich werde kein Sachbuch oder eine Biografie schreiben oder so ein Quatsch, sondern es wird vermutlich in Richtung Fantasy-Roman gehen, ein bisschen Herr der Ringe, ein bisschen Game of Thrones, vielleicht auch ein bisschen
Adventure. Ich weiß es noch nicht. Aber ich habe Bock, ein Buch zu schreiben. Irgendwie. Oder vielleicht auch nur Kurzgeschichten. Auf jeden Fall finde ich Schreiben eigentlich ein ganz geiles Ding, weil man erschafft so sein eigenes Universum, in dem die Dinge so funktionieren, wie man es selbst möchte. Und man kann da sehr viel kreieren und sehr viel mit einfließen lassen. Und das finde ich sehr, sehr spannend, aber ich weiß nicht, wie ich da spannende YouTube-Videos draus machen werde. Deswegen wird da auf YouTube sehr wenig kommen. Vielleicht schreibe ich ja mal mit der Community oder so auf Twitch ein Buch, eine Kurzgeschichte, kein Buch, zusammen oder entwerfen einen Charakter oder eine Storyline oder irgendwie sowas. Aber ansonsten wüsste ich nicht, wie ich das gut in einem Video verpacken soll. Ja? Aber im Dezember wollen wir natürlich auch aufs Ergebnis schauen. Es wird wahrscheinlich kein ganzes Buch entstehen, aber vielleicht habe ich ja schon ein paar hundert Seiten bis dahin geschrieben und schon eine fertige Idee und so weiter. Eine Sache, die möchte ich jetzt an der Stelle aber noch sagen, weil viele sehen es glaube ich so, dass wenn man etwas erschafft, etwas macht, irgendwie Zeit, viel Herzblut reinsteckt, dass es sich irgendwie lohnen muss. Und ich finde die Ansicht ist ein bisschen falsch, weil es lohnt sich ja, also finanziell lohnen muss. Und es lohnt sich ja schon einfach, indem ich da Spaß dran habe und eine tolle Zeit habe und einfach stolz darauf bin. Es muss sich nicht immer finanziell lohnen, das ist Quatsch. Wenn man immer mit dem Gedanken dran geht, ich muss damit Geld machen, Erfolg haben, dann kann man ja ganz viele Dinge nicht mehr tun, von denen man Spaß hat. Ja, warum? Ich treffe mich mit Freunden, aber das bringt mir kein Geld. So, also lass ich's. Das macht keinen Sinn. Ja, oder ich habe ein Hobby, Fahrradfahren, damit mache ich aber auch kein Geld. Und dann muss ich jetzt so viel trainieren, bis ich Profi-Fahrradfahrer bin und Geld damit mache? Nee, ne? Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Also ich versuche nicht irgendwie damit Geld zu machen, sondern es liegt, ist tatsächlich einfach mein eigener Wunsch, diese Dinge auszuprobieren, das mal umzusetzen und einfach, ich mache das für mich und nicht irgendwie, um jetzt da ein Buch zu veröffentlichen oder einen Song oder sonst irgendwas. Genau. Kommen wir zum Letzten. Zum Letzten und zum Außergewöhnlichsten und zu dem, wo ich mir noch gar nicht sicher bin. Hat ein bisschen auch was mit dem Buch zu tun, also es passt zusammen. Deswegen habe ich nicht gewusst, ob 5 oder 6 Sachen kann ich auch nicht wirklich auf YouTube zeigen. Tabletop-Games und D&Ds, ja, fand ich schon immer relativ geil, seit ich es kenne und ich kenne es noch nicht so lange. Ich habe das bei Pete's Meet, falls die jemand kennt, kennengelernt. Und da dachte ich mir, oh, so ein Spiel, so selber entwerfen, ist auch irgendwie cool, aber das hat schon ein bisschen was mit künstlerischem Tun dann zu tun. Künstlerischem Tun, also künstlerische Fähigkeiten, die sind bei mir auch sehr, sehr limitiert. Ich habe mich da aber schon, tatsächlich schon mal dran gesetzt und so eine Karte entworfen, so eine Spielwelt sozusagen am PC mit Orten und so weiter. Und das kann man ja vielleicht irgendwie in dem Buch auch kombinieren. Ja, dass es eine Geschichte ist. Und das ist das Letzte in der Reihe von den Dingen, die ich einfach mal ausprobieren möchte in diesen 4 Monaten. Und ich glaube, jetzt habe ich viel gelabert. Ich glaube, ich habe viel vorgestellt. Vom Letzten habe ich, wie gesagt, am wenigsten gelabert, weil ich noch am wenigsten Ideen dazu habe. Ich glaube, es könnte sehr, sehr geil werden. Ich freue mich drauf und versuche euch so gut es geht mitzunehmen. Falls ihr Bock drauf habt, dann bleibt auf jeden Fall am Start. Lasst ein Abo da, liken, dies, das, alles Mögliche. Und für alle Gaming-Fans, es sind ein paar Gaming-Fans auf dem Channel, vielleicht kommen nicht mehr so viele Gaming-Videos nach LTCT, dann bleibt bei Twitch dabei. Aber ich glaube, die Themenvideos sind generell immer sehr, sehr gut angekommen auf diesem Kanal und ich hoffe, dabei wird es auch bleiben. Ich hoffe, dass die Community damit zufrieden ist. Ja? Ihr damit zufrieden seid, dass jetzt hier auch mal ein bisschen andere Videos kommen. Es ist sehr ungewohnt für mich noch, in eine Kamera zu reden. Ich glaube, ich schaue die ganze Zeit mich an. Ich sollte eigentlich in die Kamera gucken und nicht mich anschauen. Und es waren jetzt tatsächlich 17 Minuten. Das ist länger als geplant gewesen. Ich dachte, ich kann das Ganze in 10 Minuten runterbrechen. Jetzt gehe ich hier mal wieder aus dem Wald raus. Der Weg ist nicht so kompliziert. Ich fühle mich so riesig. Ich habe Angst, dass mein Handy runterfällt. Okay, ich bekomme Höhenangst. Holy shit, das ist sehr hoch. Gut, das war's von mir. Ciao.